dein Name. Mit uns was dein denkt Wert. Dieser Mann sich nur? Habt ihr etwas zu sagen? Mach Platz. Nein. Das ist unsere nächste Station, ne? Ja, da hinten ist schon wieder Ärger, den ich beseitigen muss. Ich wünschte, ich könnte ihn einfach nur Giftpfeile in die Hälse jagen. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen! Das wird euch das Leben kosten! Ganz feige von hinten. Hey, er hat die Frau angefasst. Ihr müsst euch nicht in den Tod stürzen, nur weil er Scheiße gebaut hat. Du bist wieder einer dieser Overpower-Typen, kann das sein? Ihr seid alle ein bisschen arschig gerade. Na, wer will? Mich nervt das ein bisschen, dass sie mich immer einmal treffen, bevor ich überhaupt mal zustechen kann. Stör mich nicht, wenn ich hier gerade einen Typen hinrichte. Werd hier gerade immer mehr, kann das sein? Aua! Stech doch einfach auf ihn ein und hör auf, deine Messer nach ihm zu werfen. Sind wir hier irgendwo in so einer Zone, wo die Typen nachspawnen, oder warum werden das nicht weniger? Was? So. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich möchte anmerken, ich habe extra einen Umweg für dich gemacht, Schätzchen, ja? Was ist das? Vorbeikam. So eine Schande. Was ist das? Was ist hier geschehen? Nichts. Gar nichts. Den Dächer? Nicht, dass ich mich beschweren würde, aber ungewöhnlich das ist. Jede Woche öffnet er seine Tore für das Volk von Damaskus, auf das es seine Bürden ablege und sich dem Frohsinn hingebe. Unsere Tage mögen düster sein, aber dank ihm sind unsere Nächte von Licht erfüllt. Ja, deswegen bin ich auch lieber nachts wach, ne? Weil da ist alles hell, am Tag ist alles dunkel. Naja, Metaphern und so, ne? Jetzt wurde gerade sein Name genannt und ich habe ihn schon wieder vergessen. Abdal Nuduk oder so? Keine Ahnung. Aber wir kommen voran. Okay, jetzt nächstes Bürger retten, sondern was habe ich denn noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus ein paar zerquetschte Anlaufstellen. Weißt du was? Ich habe gerade so einen Bock auf Genugtuung. Das gehört sich nicht. Ist mir doch egal. Doch nicht so egal. Ich weiß nicht, wo Erin ist. Welcher Mann?
Bin völlig synchron. Ich frage mich, was bringt mir mein Adlerauge, wenn ich schon synchron bin? Ungläubiger, hier wirst du sterben. Ernsthaft? Haltet euch fern. Nein, töte ihn gleich. Hör auf, ihn einfach nur wegzustoßen. Töte ihn einfach gleich. So sei es. Er lebt ja immer noch, Alter. Kudos, das war ein mächtiger Hieb. Meine Kleinen sind trotzdem viel schneller und flinker und effektiver. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Von den Irren anrumpeln lassen und dann die Wachen vernichten, weil sie ihn töten wollen? Finde ich sehr heldenhaft. Was ist geschehen? Aber sonst geht's euch noch gut, ja? Seine Bürden ablege und sich dem Frohsinn hingebe. Unsere Tage mögen düster sein, aber dank ihm sind unsere Nächte von Licht erfüllt. Niemand ist großzügiger als Abul Nukut. Jede Woche öffnet er seine Tore für das Volk von Damaskus, auf dass es seine Bürden ablege und sich dem Frohsinn hingebe. Unsere Tage mögen düster sein, aber dank ihm sind unsere Nächte von Licht erfüllt. Kabul, nur gut. Der Händlerkönig sorgt für alle und jeden. Er erwartet keinerlei Gegenleistung. Lasset seine Großzügigkeit als Beispiel für uns alle dienen. Wir alle sollten danach streben, so zu sein wie er. Kennen wir uns? Nein? Also haltet euch fern. Geht schnell! Ja doch! Alter! Geh, du Bauer, bevor ich mich vergesse. Warum behelligt ihr mich? Vielleicht dürfte uns niemand mehr sehen, mein Kleiner. Niemand. Dann hast du ein Problem. Ihr wagt es. Seitengassen sind was Tolles, ne? Also ich kann nicht auf ihn einschlagen, wenn er am Boden liegt. Wie ehrenhaft ist das denn? Ich rede. Ich habe keine Lust für ihn zu sterben. Gute Einstellung. Dein Gold ist mein Leben nicht wert. Eine weise Entscheidung. Also, was wollt ihr? Ich muss mit dem Händlerkönig sprechen. Ha! Viel Glück! Er verlässt seine Gemächer so gut wie nie. Warum? Hat er Angst? Keine Angst. Hass. Er hasst sich selbst, ebenso wie das Volk, dem er vorgibt zu dienen. Sperrt sich in seinem Quartier ein, vor lauter Scham. Er kann sich nicht ewig verstecken. Nein. Diese Feierlichkeiten. Er kommt heraus, um zu sprechen, um auf das Volk herabzusehen. Für das Gemeinschaftsgefühl, denke ich. Aber nur kurz. Was ist mit ihm, dass er sich derart zurückzieht? Sehen selbst. Und nun lasst mich gehen. Euch gehen lassen, damit ihr ihm sagt, wie mein Plan lautet? Ich sage kein Wort. Nein, ihr werdet schweigen. Finde ich persönlich immer noch ein bisschen arschig, diese Aktion, aber muss wohl. Keiner von denen würde irgendwas sagen, wenn er wüsste, dass er am Ende sowieso vernichtet wird. Fuck, schon wieder so ein Pfeilfuzzi. So. Hier bin ich erstmal sicher, oder? Ihr habt nichts hier zu suchen. Geht! Er wird sich verletzen. Und wenn das passiert, werde ich immer der Fall. Du siehst mich nicht mehr. Verpiss dich.
So, Zwischenbesprechung. Wo will ich jetzt nächstes hin? Zu dem Turm da am besten. Sieht mir zumindest nach einem brauchbaren Ziel aus. So. Da lang. Hüp. Den gebissen. So, egal, super Ablenkung. Wieso sind im Nobelviertel so viele Irre unterwegs? Verstehe ich nicht. Oder bin ich jetzt ins Elendviertel gehampelt? Nee, das ist das Nobelviertel. Im Armenviertel waren wir schon. Das ist das, was eigentlich immer total scheiße ist. Aber hier im Vergleich dazu, also. Okay. Halt! Ihr dürft hier nicht passieren. Du siehst mich. Tretet jetzt zurück! Gottloser! Du! Ah, ja, 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 Arschloch! Komm hierher zurück! Komm raus, stell dich! Da ist er! Haltet ihn! So, war das jetzt schon der Pfeilfuzzi oder ist das ein anderer? Ne, das war der Pfeilfuzzi, na immerhin. Ich wollte dich doch nur die Dings hier runterschmeißen. Das hätte sich von ganz allein erledigt. Du hättest nicht erst runterkommen brauchen dafür. Hallo Leute. Wissen Sie, wo es hier zur nächsten Bäckerei geht? Danke. Er scheint nicht gerne Brötchen zu essen, wenn er sich übergeben muss, nur weil ich ihn nach einer Bäckerei frage. Okay, zwei von den Deppen. Wo muss ich rauf? Da hinten irgendwo. Ah, da ist es ja. Natürlich wieder genau am falschen Ort runtergekommen. Beziehungsweise hochgekommen ist es hier. Wir versuchen das trotzdem mal ohne weitere Opfer. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Scheint bisher ganz gut zu funktionieren. Wenn keiner von denen unbedingt sterben will, dann kriegen wir das vielleicht auch ohne hin. Und rauf da. Ach, nee, jetzt komm schon. Ich werde wohl da hochkommen ohne... Danke. Ha. Synchronisieren. Nein, seht ihr das, was ich auch sehe? Sieht aus wie Fahnen einsammeln. Ja, finde ich auch. Aber ich will deine Fahnen nicht einsammeln. Hm? Was hältst du davon? Friede sei mit euch. Ihr wollt sicher Informationen über die Stadt. Jetzt habe ich gerade keine Zeit. Ich muss einige Flaggen finden, die aus unserem Versteck im Nobelviertel von Damaskus entwendet wurden. Aber in dieser Hitze tragen mich meine Beine nicht mehr. Würdet ihr mir helfen? Kommt mit den Flaggen wieder und ich werde euch nach Kräften helfen. Nein, ich würde dir nicht helfen. Du bist einfach nur eine Mimose. Ihr seid ein Narr. Finde ich auch. Wo sind denn die? Es ist euch nicht erlaubt, hier zu sein. Halt doch mal die Klappe. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht. Erste Flagge gefunden. Na, hurra.
Zweite Flagge ist hier. Okay, jetzt habe ich so langsam eine Richtung. Nein, lass los. Hoffentlich dritte Flagge. Vierte. Geht schnell. Ja. Ihr seid hier nicht erwünscht. Ich weiß. Na bitte, jetzt sind wir in einem Flow. Sagte er und wusste nicht weiter. Was tut er da? Natürlich habe ich eine verfehlt. Kommt nicht näher. Rauf. Immer schön die Flagge rauf. Okay. Ah, da ist die nächste. Ach, hör auf zu blinken. Ist er verrückt? Ja. Oh, danke. Der Rafik wird sehr froh sein, diese Flaggen wiederzusehen. Ich frage mich, ob euch diese Information nützen könnte. Ich wurde von Abul auf eines seiner Feste eingeladen. Ich bemerkte, dass der Springbrunnen im Zentrum des Palastes leicht zu erklimmen wäre. Nutzt diese Informationen weise. Nun muss ich gehen. Bitte entschuldigt mich. Du meinst, du hast diesen Springbrunnen in Form einer Frau bestiegen? Muss ich das jetzt noch weiter kommentieren oder reicht das? Weist in gewisser Weise auch eine dezente Verzweiflung hin. Wie sind denn eigentlich die Keuschheitsgelübde im Assassinenorden?